Botanische Beraterin Alice May. Neuer Eintrag. Was verbirgst du vor mir, Eos? Die Pflanzen weisen sporadisches Hyperwachstum auf, trotz einer Umwelt, die man als Sonnenstrahler einsetzen könnte. Ich vermute einen elektromagnetischen Auslöser. Ich habe ein Signal empfangen. Definitiv fremdartig. Aber damit kenne ich mich nicht aus. Unsicher, ob bewusst gesteuert, habe Vektor erfasst. Ende des Logs. So. Pathfinder, diese Tür ist versperrt. Ohne Energie gibt es keine Möglichkeit, sie zu öffnen oder sich Zugang zu diesen Gebäuden zu verschaffen. Ah, Sam hat's verstanden. Kurz fassen und für Idioten. Noch ein Datenpad? So wie Chief Lito. Neuer Eintrag. Experte Katari muss aufhören, sich ausschließlich mit den Monolithen zu beschäftigen und über ihre möglichen Erbauer zu spekulieren. Natürlich brauchen wir Denker wie ihn. Aber solange dadurch keine Nahrung wächst, kein Wind verhindert und Spezialprojekt Sigma nicht abgeschlossen wird, haben wir im Moment drängendere Probleme. Sein Team untersucht die großen Skulpturen und leistet dabei gute Arbeit, aber ich habe seinen Warner trotzdem prophylaktisch markiert. Fahrzeugverfolgungscode Quaise Delta 9. Was haben wir hier noch Feines? Lithium. Können wir Batterien mitmachen? Noch ein Behälter. Oh, eine Pistole. Eine Carniflix. So, der Planet wird auf jeden Fall schon mal nicht so abgefuckt wie manch anderen. Oh. Fluorid vorkommen. So, ich glaube, mit den ganzen Punkten, die wir jetzt so gesammelt haben, könnten wir so langsam die M-Dings machen. M7-Rüstung. Boink. Dieses Jetpack ist auch eher so die Sprunghilfe. So, aber jetzt gucken wir mal, ob wir jetzt hier reinkommen. Jawohl. Okay. Schweißelektroden. Die Haupttür wurde mit Energie versorgt, die Innentüren aber nicht. Für die volle Funktionsfähigkeit der Anlage wäre eine aktive Energierelaisstation erforderlich. Das bedeutet, dass die Antenne auch keine Energie hat. Vielleicht verraten uns die Loks, was mit dem Energierelais los ist. Die Tür geht ja noch auf. Hallöchen. Ein Terminal. Helme? Das gucken wir uns gleich an. Erstmal gehen wir hier an das Terminal. Schade, die Helme können wir nicht mitnehmen. Nachricht für Nick Tino Posis. Die Leute hier reden, sie sagen, Eos wäre nicht lebensfähig. Dass es nicht so läuft, wie sie erwartet hatten. Ich finde, du solltest zurückkommen. Ich weiß, was du sagen wirst. Ich habe mich nicht für die Initiative gemeldet, um in einer schwebenden Blechbüchse gefangen zu sein. Und ich verspreche dir, du kriegst dein Abenteuer später, wenn sie mehr Zeit hatten, eure Sicherheit zu planen und zu gewährleisten. Ich musste Mom versprechen, dass ich dafür sorge, dass du dich nicht übernimmst. Und das mache ich. Komm. So. Denk wenigstens darüber nach für mich. Und melde dich regelmäßig. Ich habe schon angefangen, mich wie Mom zu sorgen. Der Nagel an meinem kleinen Finger ist schon abgekaut. Es liegt an dir, ob meine restlichen Nägel intakt bleiben. Hab dich lieb. Hallo? Tut mir leid, sie erneut zu belästigen. Ich habe vor ein paar Tagen um ein Update zu Lash Worlds gebeten. Aber ich habe nichts gehört. Es
sieht aus, als wäre die Nachricht gar nicht geöffnet worden. Ist bei Ihnen alles in Ordnung? Bitte antworten Sie so bald wie möglich und sagen Sie Lea, sie soll sich bei mir melden. Verschwundene Peoples. Energieinterface. Standard-Energieinterface. Status externe Abriegelung. So, hallo. Hier haben wir noch einen Behälter. Eisen. Aber auf jeden Fall haben die hier Ressourcen gesammelt. Ein Terminal. Audiolog. Sandstürme. Strahlung. Was zum Teufel hat sich Addison nur dabei gedacht, uns hierher zu schicken? Eos sah vielleicht damals in der Milchstraße fantastisch aus. Aber aus der Nähe betrachtet ist es die reinste Hölle. Farthingale sagt mir ständig, ich soll positiv bleiben, damit sich der Rest des Teams an mir aufrichten kann. Aber ich werde einfach das Gefühl nicht los, dass ich hier draußen sterben werde. Offensichtlich war das Gefühl nicht so falsch. Ich habe ein partielles Log, kann aber die Antenne nicht einschalten. Etwas blockiert die Energieversorgung. Die Ursache ist eine externe Sperrung. Ihr Ursprung liegt in einem nahegelegenen Energierelais-Turm. Dann sind wir also nicht die Einzigen, die sich das interessieren, was hier passiert ist. Sehen wir uns diesen Relais-Turm mal an. Sehen Sie sich das an. Dieser Ort ist eine Ödnis. Die Strahlung in der Atmosphäre von Eos erzeugt eine lebensfeindliche Umgebung. Strahlung? Unsere Anzüge schützen uns doch davor, oder? In Anlage 1 gibt es Schildmasten, die das Ausmaß der Kontamination dämpfen. Und was ist, wenn wir uns außerhalb des sicheren Bereichs von Anlage 1 aufhalten? Das wäre nicht ratsam. So, auf jeden Fall steht hier noch ein Töff-Töff, was wir scannen können. Ja, ein Transporter für Lasten. Wie vermutet. So. Hui. Dieses Bauwerk da vorne. Was ist das, Sam? Es entspricht dem Profil einer Energierelaisstation, Pathfinder. Sehr gut. Wenn wir sie zum Laufen kriegen, werden die Gebäude vielleicht mit Strom versorgt. Und wir erfahren, woher dieses Signal kommt. Zu scannen ist hier nichts. Alles da. Versuchen wir da mal reinzukommen. Kommen wir hier unten, von unten rein? Wahrscheinlich eher nicht. Ne, wäre zu einfach. Ey, diese Jetpacks machen echt fiese Geräusche. Eine Konsole. Hallo, Konsole. Dann war das wohl kein Catschiff. Die klopfen nicht an. Hier sind Leute? Wir dachten, alle wären längst weg. Natürlich dachten sie das. Und jetzt verziehen sie sich. Finden Sie Ihr eigenes Bergungsgut. Hier ist besetzt. Ich sammle kein Bergungsgut. Ich bin ein Pathfinder. Wir wollen alles wieder in Ordnung bringen. Nennen Sie mich Clancy. Pathfinder, hm? Als ob das viel ändert. Die Nexus kann Eos einfach nicht in Ruhe lassen, was? Egal, wie oft sie hier unten scheitert. Ich verfolge ein Signal, das Eos helfen wird. Ich benötige lediglich Strom für die Antenne. Ich habe die Energie nicht grundlos abgedreht. Die Cats sind heute auf Patrouille. Wenn sie das Energierelais einschalten, wissen die, dass hier unten noch ein saftiges Ziel am Leben ist. Helfen Sie mir mit dem Energierelais, dann kümmere ich mich um die Cat. Sie sind verrückt, aber vielleicht auf eine gute Art. Okay, ich aktiviere die Generatoren da draußen. Wenn Sie den Tiger reizen wollen, bitte sehr. Machen wir uns bereit. Sobald wir die Generatoren starten, wird es vermutlich ziemlich ungemütlich. Okay. So. Das wäre also ein Generator. Die Startsequenz ist fehlerhaft. Manuelle Eingabe erforderlich.
Verdammt! Scannen Sie bitte einen der Pylonen. So kann ich einen Zugangspunkt identifizieren, den wir hacken können. Okay. Der Generator ist aktiv. Sam, unser Freund Clancy. Wie cool. Hat er dem Außenpostenteam angehört? Nein, Pathfinder. Den Unterlagen der Nexus zufolge ist er im Hangar stationiert. Und was macht er dann hier? Schwänzt er etwa die Arbeit? Vielleicht betätigt er sich ja nebenbei noch als Bergungsgutsammler. Möglicher Zugangspunkt zur Generatorensteuerung ermittelt. Ich habe die Position gekennzeichnet. Danke, dann spielen wir hier oben mal am Köpfchen des Generators rum. Wir haben Gesellschaft. Wo denn? Achtung, Cat! Okay, das waren die Cats. Sie haben nicht übertrieben, was die Cat betrifft. Die Energierelaisstation ist bereit zur Aktivierung, Pathfinder. So, das ging noch recht flott mit dem Scharfschützengewehr. Ich mag das Scharfschützengewehr. Waren ja nur 5. Hätte jetzt bei dem Lärm, beziehungsweise bei dem ganzen, mit einem etwas größeren Trara der Cat gerechnet. Aber seien wir froh. Oh fuck. Okay, laufen wir doch außen rum. Nähern Sie sich Munitionskisten, um Munition aufzunehmen. Ah ja, mache ich gleich mal. So, machst du jetzt die Tür auf, Clancy? Sie haben alle Cat erledigt? Klar, benutzen Sie das Energierelais. Ach was, nehmen Sie sich was immer Sie wollen. Trotzdem ein kleiner Rat. Wenn Ihr Signal außerhalb des sicheren Bereichs liegt, benötigen Sie eine Fahrgelegenheit. Eine Fahrgelegenheit? Shuttles machen bei diesem Wind keinen Spaß. Sie brauchen Räder. Ich glaube, da steht noch eine Kleinigkeit im Lager. Und Sie haben sie nicht genommen? Sie sind noch nicht dazu gekommen, sie zu bergen? Ich hab's versucht. So einfach ist das nicht. Aber für einen Pathfinder ist das wahrscheinlich leichter. Wir gehen zu unserem Shuttle. Wenn Sie so weitermachen, finden wir bei unserem nächsten Besuch vielleicht nicht nur Bergungsgut. Sie haben nicht zufällig etwas, das wir gebrauchen könnten. Alle Bergungsgüter verkaufen? Okay, naja, haben wir jetzt gemacht. Mit ihrem Handeln, das habe ich gerade irgendwie nicht so richtig verstanden. Hätte ich vielleicht auch mal lesen sollen. So, Außenposten Energiesteuerung aktivieren. Energie wiederhergestellt. Wir sollten jetzt auf alles in Anlage 1 Zugriff haben, oder Sam? Korrekt. Ich habe außerdem die Quelle des Signals geortet, das wir im Orbit entdeckt haben. Es kommt von einem großen Alien-Bauwerk außerhalb von Anlage 1. Es ist dem sehr ähnlich, welches Ihr Vater benutzt hat, um die Atmosphäre auf dem vorherigen Planeten zu verändern. Das sollten Sie sich vielleicht einmal ansehen. Das könnte eine heiße Spur sein. Das sollten wir uns unbedingt ansehen. Hört, hört! Noch eine Warnung. Die Strahlungsbelastung außerhalb der Umgebung von Anlage 1 liegt im kritischen Bereich. Ohne zusätzlichen Schutz können Sie nicht weitergehen. Noch ein Grund, um herauszufinden, ob dieses Alien-Bauwerk diesen Planeten verändern kann. Los, wir sollten dieses Fahrzeug finden, das Clancy erwähnt hat. Lebensfähigkeit, erhalten Sie mal, dass die Stromversorgung wiederhergestellt ist, können wir die Gebäude in der Nähe untersuchen. Das sollten wir vielleicht auch machen. Und vielleicht finden wir dort auch was. Oh, Behälter. So, zum Scannen irgendwas noch hier? Nö.
Aber wir können jetzt mal gucken, ob wir hier durch den Vordereingang reinkommen. Hallöchen. Was? Oh, was ist das? Heilige Scheiße, es funktioniert. Kriegen wir auch Ton? Ich arbeite bereits daran. Noch einen Angriff überleben wir nicht. Die Stürme und die Strahlung waren schon genug, um uns umzubringen. Und jetzt sind da auch noch diese Dinger. Wir können nicht mit eingekniffenem Schwanz auf die Nexus zurückkehren. Die gesamte Station verlässt sich auf uns. Dann verlässt sie sich auf Leichen. Diese Dinger? Er muss die Cat gemeint haben. Ja, muss er. Das ist cool. So gesehen Aufzeichnung aus dem, was hier wirklich passiert ist. Wilcox hält mich für verrückt, aber ich weiß, was ich gesehen habe. Augen auf dem Berg. Sie beobachten uns. Wir sind hier draußen nicht allein. Dieses Log wurde einen Tag vor dem ersten Cat-Angriff auf Anlage 1 aufgezeichnet. Die Cat haben sie ausgekundschaftet. Freche Viecher. So, jetzt können wir uns auch alle anderen Gebäude hier angucken. Dann werden wir es auch direkt mal tun. Ups. So, fangen wir hier links mal an. Das habe ich schon geerntet. So, hier waren wir auch schon drin, weil das ist gelootet. Das haben wir auch schon gehabt. Praise Delta 9. So, die Hütte hatten wir glaube ich noch nicht. Pathfinder, ich habe jetzt genügend sensorische Daten, um ein Bild zu rekonstruieren. Ich könnte mit dem Scanner eine Analyse durchführen, Pathfinder. Ah, da. Waren Sie in letzter Zeit mal draußen? An EOS ist überhaupt nichts golden. Ich sage ja nicht, dass es einfach wird, Wilcox. Aber wir können es schaffen. Wir müssen es schaffen. Das ist, als würden wir Geistern zuhören. Definitiv. Noch eine neue Knarre. Und da haben wir nicht mal irgendwie dafür die Forschungspunkte bekommen für die Nummer. Schade. Boah, springt doch nicht immer. Ich denke mal, hier ist irgendwas, was schießt. So, hier hatten wir auch nichts mehr. Das war ja der Raum, der offen war. Schädigt die Energieturbine. Was auch immer das hier werden sollte. Oh, da ist auch noch was gebaut. Ich glaube, damit reinigt man Wasser. Das Ding ist riesig und kaputt. Waren das die Stürme? Das ist eine gute Frage. Hiermit reinigt man Wasser. Okay. Okay. Durch die Decke kommen wir auch nicht rein. Dann gucken wir uns das nächste Gebäude erstmal an, bevor wir jetzt hier großartig weiterziehen mit dem Auto. Ah, der Energiepylon, der funktioniert, den können wir nicht scannen. Okay, ist okay. So. Hier jetzt schon drin? Ja, und hier links rum waren wir auch schon. Geradeaus konnten wir aber nicht.
Ein Behälterchen. Das ist nichts, das ist nichts. Oh, guck mal, hier ist so eine Stasiskapsel. Hallo, Terminal. Datenschlüssel. Okay, danke. Ende des Logs. So viele Schwierigkeiten. Und die Kolonisten haben trotzdem nicht aufgegeben. Sie wussten nicht, was sie erwartet. Niemand hatte es ihnen gesagt. Sam und ich hätten ihnen helfen können. Sowas kommt nicht nochmal vor. Wir sind ja schon mal sehr überzeugt von dem, was wir hier leisten können. Schon mal sehr gut. Warum sollten wir auch an uns selbst zweifeln? Das wäre ja Schwachsinn. Großer Frachtcontainer. Geländegängiger Späh-Rover. Ein Nomad. Sechsradantrieb. Jetpacks. Genau das, was Sie brauchen. Ich glaube, ich sabbere gerade ein wenig. Das muss Clancy gemeint haben. Die Kiste benötigt einen Zugangscode von einem Aufklärungsposten. Aufklärungsposten sind Kontrollpunkte zur Notfallversorgung. Mehrere davon befinden sich zurzeit im Orbit. Ich kann einen anfordern. Suchen wir eine gute Stelle dafür. Okay. Großer Frachtcontainer. Ein Aufklärungsposten an Decks. Nicht gut. Ein Aufklärungsposten muss den Zugangscode haben. Wir müssten nur einen anfordern. Dann werden wir das gleich mal machen. Oh, was haben wir hier? Na sowas. Das Forschungszentrum des Außenpostens ist noch intakt. Ich informiere die Tempest über diese bedeutsame Entdeckung. Die Forschung war für die Initiative schon immer von entscheidender Bedeutung. Und wir werden auch hier nicht auf sie verzichten können. Die Zeiten, in denen wir nur Altes wiederverwertet haben, sind vorbei. Ab jetzt können wir auch wieder etwas aufbauen. Es gibt offenbar jemanden, der diese Einschätzung teilt. Dieses Forschungszentrum wurde erst kürzlich zur Überwachung des fremden Signals genutzt. Das gibt uns die Mittel, die Quelle zu finden. Und vielleicht auch den, der sonst noch danach sucht. Perfekt. Irgendwelche weiteren Daten hier? Datenpad? So, Behälter. Mal alles mitnehmen, Terminal. Die Forschungsstation ist wieder online. Ich habe eine Liste von Waffen erstellt, die wir mit den erforderlichen Komponenten herstellen können. Ah, Forschungszentrum benutzen. Forschung. Waffen. Oh, das ist neu. Guganischer Hammer. Schick. Black Widow? Oh. Oh. Neue Scharfschützengewehre. Oh. Süß. So, aber Waffen ist gerade nicht das, was mich am meisten interessiert, sondern Panzerung. Oh, guck mal, ich kann den sogar herstellen. Wir können aber nochmal ganz kurz hier reingucken. Habe ich jetzt in die Forschung, Entwicklung? Ah, jetzt war jetzt erstmal die Forschung. Arme. Pathfinder Armschutz. Rebellenarmschutz. Das ist jetzt neu. Okay. So, was können wir denn so Tolles bauen? Bereit zur Entwicklung. Mhm. Mhm. PG Raptor. PG war... Ungewöhnlich. Gewöhnlich. PG war Präzisionsgewehr. Okay. Forschung. Panzerung. Ein Siebenhelm.
Brust. Sieht schon geil aus mit diesem Chrom. Projekt wählen. Schildresistenz. Biotik-Kräfteschaden. Biotik-Aufladung. Anforderungen, ja. Jo. Na gut. Was haben wir hier drüben noch? Element Zero. Okay. Entwickeln. Oh, guck mal. Bereit zur Entwicklung ist direkt mal ein bisschen mehr jetzt. Nö. Nee. Ist alles nicht so interessant, was wir bauen können. Haben wir dafür jetzt eigentlich wohl eine Mission bekommen? Logbuch. Anfordern. Nö, nö. Okay, Mission ist nicht etwas zu bauen, aber ist schon mal cool, dass wir hier das gefunden haben. So, was haben wir denn hier unten noch so? Haben wir den Behälter schon gelootet? Ja. Munition haben wir somit auch aufgefüllt. Keine relevanten Daten. Automatische Protokolle aktiviert. Errichte Aufklärungsposten. Aufklärungsposten werden auf dem Orbit an eigenen Stellen automatisch. Sieht aus, als wären die Vorräte des Aufklärungspostens intakt. Lade den Zugangscode für die Nomad-Kiste herunter. So, Terminal aktivieren. Ausstattung. Oh, guck mal, wir können uns hier umziehen und solche Sachen. Cool. Panzerung. Ausglieder. Trupp. Unbekannt. Und auf der anderen Seite noch was? Nö. Also können wir jetzt den Container öffnen. Attacke! Gib mir das Töff-Töff, was da drin ist. Hüpf. Was auch sehr cool ist, die Fußspuren im Sand. Das ist mir eben schon mal aufgefallen. Ich wollte das euch nochmal zeigen. Mega genial. Oh, hi. Oh, hi. Oh, hi. Oh, hi. Der Nomad sollte problemlos laufen, aber prüfen Sie Vor- und Rückwärtsgang, okay? Funktioniert. Lebenserhaltung. Das Lebenserhaltungssystem des Nomad können Sie länger vor Gefahren schützen als Ihre Kampfausrüstung. Ich kann springen! Ja, ich habe auch nur Nutzfähigkeitspunkte. Okay. Die Strahlungswerte sind rapide angestiegen, Pathfinder. Ach, ich kriege keine Bodenhaftung. Es ist zu steil. Schalten Sie auf Sechsradantrieb um, dann kommen Sie sofort auf. Vergessen Sie die Jetpacks des Nomad nicht. Damit überwinden Sie die meisten Hindernisse. Wenn Sie mehr Saft brauchen, können die Booster Sie beschleunigen und aus der Gefahr. Ich hab's. Das Signal kommt von dem Bauwerk da vorne.
So, sichere Zone. Strahlenbelastung liegt innerhalb des Toleranzbereichs. Bergbaudrohne starten geht nicht, okay. Ach komm, wir können Licht damit ausmachen. Müssen wir definitiv nochmal nutzen. Sehr schön, Platin. Okay. Irgendein Kabel, was sich quer durchs Gebäude führt. So viel Zeug. Keine relevanten Daten. Munition und Gesundheitsdinger. Ich orte Tech der Initiative in der Nähe von... Über uns? Ich seh's. Da oben bei dem Teil mit dem Gerüst. Okay. Interface, Alien-Gerät. Es funktioniert, aber ich kriege nur zufällige Symbole rein. Glyphen. Wenn ich mehr Glyphen hätte, um meine Datenbank von Habitat 7 zu erweitern, könnte ich vollständig mit der Konsole interagieren. Und hoffentlich in Gang setzen, was auch immer der Atmosphäre hilft. Ich könnte mit dem Scanner eine Analyse durchführen, Pathfinder. Ja, ich glaube, wir müssen da jetzt mal hoch. Nee? Hoppla. Oh, meine Teamkollegen sind auch ein bisschen... Wow. Es ist rutschig, aber der Blick ist großartig. Wer wäre so verrückt, schwere Ausrüstung darauf zu tragen? Das unbekannte Glyphe. Binäre Code. Was ist das? Zu professionell für einen Bergungsgutsammler. Wer studiert diesen Ort sonst noch? Initiative Überwachung. Ja. Dann müssten das jetzt klappen. Ich baue eine Verbindung auf. Verzeihen Sie die Unannehmlichkeiten. Das System wird instabil. Lief es bei meinem Vater damals genauso? Ihr Vater hat direkt auf den Atmosphärenwandler zugegriffen, was sich als äußerst gefährlich erwies. Diese Bauten könnten das Kontrollzentrum preisgeben. Das System ist weiterhin instabil. Wenn wir die Energiezufuhr verdoppeln, könnte das den Prozess beschleunigen. Ich versuch's mal. Nein! Oh, hi! Weg da! Oder ich lege sie um! Wow, ganz ruhig. Lassen Sie dem System etwas Zeit. Ich studiere diese Technik seit Monaten. Ich weiß nicht, wie Sie die Glyphen aktiviert haben. Aber Sie müssen das Programm durchlaufen lassen. Okay, runter von mir. Sie liegen nicht gerne unten, was? Ich weiß, ich weiß. Wer bin ich? Ich meine, wer Sie sind, ist klar. Ich habe das Schiff gesehen. Sie sind ein Pathfinder. Ich dachte schon, die Initiative hätte sie erfunden, damit wir nicht die Hoffnung verlieren. Aber sie sind real, hm? Reißen Sie mich doch nochmal um, nur um ganz sicher zu gehen. Nein, muss ich nicht. Sie sind eindeutig körperlich und sogar ziemlich stabil gebaut. Na, sieh mal einer an. Das System ist jetzt stabil. Ich stelle eine Verbindung her. Oh Mist. Anscheinend kriegen wir jetzt Besuch. Ich kenne diese Dinger. Von Habitat 7. Später. Schalten Sie sie erstmal aus. Behalten Sie den im Visier. Die machen kleine Bots. Es wohnen.
Wupp, ruckel. Becher. Au, das habe ich so gar nicht mitbekommen, dass er auf mich schießt. Kann ich nicht mehr Schildfläche regenerieren? So, Schild ist voll, Leute. Wie kommt da? Ich hoffe doch. Nicht schlecht. Mein erstes Zusammentreffen mit den Relikten lief nicht so gut. Relikten? Diese Monolithen, die Beobachter und Assembler-Bots, das sind alles Relikte von etwas viel Größerem. Aber das ist zu lang. Lang ist schlecht. Also die Relikte. Mein Name ist als Peavy auch besser. Danke für Ihre Hilfe mit diesen Dingern. Ich bin Ryder. Sie sind mir ein Rätsel. Ich studiere diese Glyphen seit Monaten. Sie kommen an und puff, gelöst. Ich habe gesehen, wie diese Tech den Himmel über Habitat 7 freigeräumt hat. Wir hoffen, dass sie das auch auf Eos tun kann. Manipulation der Atmosphäre. Könnte sein. Passt zum Modell. Die gesamte Relikt-Tech ist vernetzt. Sie haben irgendwie mit diesem Monolithen interagiert. Und jetzt pinkt er die anderen an. Wenn sie die ebenfalls aufwecken, führen sie sie mit Sicherheit zu einem Hauptschalter, der das Strahlungsproblem löst. Interaktion mit dem Monolithen, Verbindung bis zur Quelle verfolgen, kein Problem. Klar, aber verärgern Sie dabei nicht zu viele Beobachter. Hier, nehmen Sie meine NAV-Punkte. Ich muss rausfinden, wie diese Interaktion funktioniert. Und seien Sie vorsichtig. Auf diesem Planeten gibt's alle möglichen seltsamen Dinge. Okay, danke. Faszinierend. Nicht kommunizieren? Ist diese auch für Sie der Grund, morgens aus dem Bett zu steigen? Alien-Geheimnisse auf feindlichen Welten lüften? Da fragen Sie noch? Ha, ein Mann nach meinem Geschmack. Okay, ich mach mich dann mal auf den Weg. Na, es ist gerade ein bisschen doof, dass wir mit ihr reden, aber sie irgendwo anders ist. Wieder zurück? Gibt es etwas Wichtigeres, als das Geheimnis der Monolithen zu lüften? Bisschen quatschen. Wie sind Sie hierher gekommen? Nach dem, was mit den Außenposten geschehen ist, hätte ich nicht erwartet, hier noch auf irgendjemanden zu treffen. Ich hatte eine Mitfluggelegenheit und musste den Flugplan ein wenig frisieren. Die Nexus wollte niemanden mehr riskieren. Oder damit niemand sieht, wie schlimm es hier wirklich war. Ja, es war traurig, aber es gibt hier noch so viel mehr. Und einige von uns wollen es finden. Wir sind doch nicht so weit gereist, um einfach nur rumzusitzen und nichts zu tun. Die Bots, denen wir begegnen, sie hatten Namen dafür? Irgendwie musste ich sie ja nennen. Die Beobachter fliegen herum und observieren jeden, der diese Tech berührt. Die Assembler stellen andere Relikte her. Ich weiß noch nicht wie. Vielleicht mit Fertigungswerkzeugen oder 3D-Druck. Und Brecher zerstören alles, was ihnen nicht gefällt. Also uns. Leicht zu merken. Ist PB ein typischer Asari-Name? Ich habe ihn in meiner Zeit als Jägerin nie gehört. Oh, Sie wissen also ein paar Dinge. Schön für Sie. Ich weiß dafür andere Dinge. Es ist einfach ein Name. Er klingt gut, er ist schön kurz und mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Alles klar. Haben außer Ihnen noch andere Leute ihr Lager auf Eos aufgeschlagen? Da wären die Cat, Clancys Bergungstrupp und ein zorniger alter Mann. Von wem reden Sie? Sagen wir, er ist hier, um Cat zu erledigen. Und es ist ihm egal, wessen Geräte er dabei zertrampelt. Aha. Wir hoffen, diese Technologie kann die Atmosphäre umwandeln und Eos bewohnbar machen. Halten Sie das für möglich? Klar doch. Vielleicht. Möglicherweise.
Diese Tech ist so neu. Ich meine, für uns. Hier ist sie alt. Wer weiß schon, wozu sie fähig ist. Wie alt ist sie genau? Sie war jahrhundertelang inaktiv. Was vermutlich gar nicht so alt ist. Aber lange genug, dass die Bedingungen total den Bach runtergehen konnten, falls das alles wirklich zusammenhängt. Okay, ich mach mich dann mal auf den Weg. Sehr gut. Es gibt so viel zu entdecken. Fangen wir damit an. Wird gemacht. So. Das ist ja alles sicheres Gebiet hier. Oh. Geißel-Energieansammlung. Eklig. Einfach so aus dem Nichts, aus dem Fußboden? Ist okay. So, hier war doch irgendwo eine Kiste mit Zeug, oder nicht? Da. Geht doch. Dann steigen wir mal unser Töff-Töff ein. Und düsen los. Die Strahlenbelastung nimmt zu. Ein Erinnerungsauslöser, ja. Ah, das mit den Punkten ist ein bisschen tricky. Komm, lassen wir das Licht mal an. Den brauchen wir auch nicht. Wo sind wir denn? Ah, hier. Die Strahlenbelastung nimmt zu. Erinnerungsauslöser? Ja, aber meine Speichermatrix ist immer noch blockiert. Es sind weitere Auslöser erforderlich. Okay. Was ist das hier? Der hier? Okay, Baum ist uninteressant, keine relevanten Daten. Zurück zum Auto. Lebensgefahr Stufe 1. Nicht so geil. So. Ein besserer Anfang. Steinklopf im Dienst der Wissenschaft. Da steht gar nichts dran. Also drehen wir um und fahren erstmal da hinten hin. Steinklopfen Wissenschaft, Steinklopfen Wissenschaft. Aufklärungsposten. Okay. Da unten hatten wir angefangen. Also jetzt da hinten. Die Strahlenbelastung liegt im Normalbereich. Stellen Sie sich nur vor, wie es gewesen sein muss, den ganzen Irrsinn auf der Nexus hinter sich zu lassen und als erste Siedler hierher zu kommen. All die Hoffnungen, die auf Ihnen ruhten. Und dann, dieses Mal wird es anders. Ja, wir sind hier in unserem Element. Bin ich jetzt dreimal drüber gefahren? Ist es jetzt endlich tot? So, ein neues Lebewesen gescannt. Nachdem wir es dreimal überfahren haben. Gehen wir
besser.